Hi, ich bin der BK-Freund und heute spielen wir eine Runde Minecraft. Gerne liken, abonnieren, Glocke aktivieren, wir gehen rein, let's go! Freunde, ich habe wieder viele Sachen gebaut für den Lotus Club und ihr habt die Kommentare waren komplett voll mit irgendwelchen Namen und ich sag mal so, Lucien war der mit den meisten Likes, aber mir hat eher sowas in Richtung Konoha gefallen. Also schreibt nochmal in die Kommentare rein, welche Richtung könnte irgendwas mit Konoha gehen. Das wäre, glaube ich, richtig, richtig cool. Und ich guck mal, Sue ist noch auf dem Server, Freunde. Und ich werde mal ganz kurz gucken, was Sue gerade veranstaltet. Weil ich habe auch eine Überraschung für Sue. Zwei Sachen ganz genau, Freunde. Wir gehen mal ganz kurz runter. Und ich habe eben gerade schon ein Headset gesehen. Und Sue? Oh, MBK, warst du hier die ganze Zeit? Ich bin hier am Trainieren. Ich habe oben ein kleines Nickerchen gemacht. Oha. Oh ja, bam. Was? Ich bin hier die ganze Zeit am Trainieren? S zu dem U. Ja, ich muss doch auch meine Fäuste trainieren. Tio, ich hab wieder... Ey, Alter, bam. Ey. Bam. Hallo, hallo, chill mal. Training, Bro. Ich hab eine kleine Überraschung. Gut, dass du Training auch ansprichst. Ich hab eine kleine Überraschung für dich. Wie, du hast eine Überraschung für mich? Erstmal guck dir mal den Wunderwunderstein. Naja, für uns, für den Lotus-Clan, für die Stadt. Und ich habe eben gerade schon gesagt, die Leute haben echt coole Namen reingeschrieben, aber... Erzähl mal, was war so der geilste Name? Naja, das Top-Kommentar war Lucien. Lucien? Was heißt denn das? Ja, richtig, das dachte ich mir auch, aber wobei der echt cool ist. An Losziehen, Oder an Lotion. Handlotion. For your hand and Füße. Professional hacker for you from Lotus Clan. Yeah. Und dann hat jemand etwas mit Konoha gesagt und ich habe schon gesagt, ich fand Konoha richtig cool und ich habe gesagt, dass die Leute nochmal Variationen mit Konoha reinschreiben sollen. Oh, gerne. Warum nicht? So, weil, ne, ich bin ein großer Naruto-Fan und wenn da irgendwas Cooles zustande kommt, warum nicht? So, aber Sue, ich habe hier den Boden komplett für uns erneuert, damit wir mit unseren heiligen Füßen nicht auf Dreck durch die Gegend laufen, sondern auf Stein. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Echt? Ich hab hier Moosblöcke und sowas alles abgebaut und dann alle Steine geschnitten. Zack, zack, zack. Und lass mich raten, hast du es mit den Händen geschnitten? Ja, was hast du mit den Händen gemacht? Bam, bam, so, wow! Bam, 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 Alter! Bam, wow. Könntest du mal, wie schnell du bist? Oha, oha, Siu! Sogar so schnell, dass ich nicht sehe, wie schwie. Alter! Krass, ne? Okay, und du bist ja gerade richtig gut im Training, ne? Ja, dürfte ich ganz kurz dann in die heißen Quellen. Die heißen Quellen, möchtest du dich ausruhen? Hä? Nimm das. Und ich. Hast du dich jetzt ausgezogen? Wer ist denn da? Hello, Jeffrey. Was? What's going on? Ist das. Hä? Hey, stop it! Hey, ich mach doch gar nichts. Das war SU! Das ist deins. Aua, dein Fernrohr liegt da. Autsch. Okay. Es tut mir leid. Aber ich hab eine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung hast du denn für mich? Ja, dann komm doch mal mit. Guck mal, erstmal, ich habe den Leuten ja gesagt und die Leute haben auch in die Kommentare geschrieben, was ich als nächstes bauen kann. Das war so ein kleiner Einfall von den Leuten und Zio, guck mal geradeaus. Das Gebäude kennst du noch gar nicht. Guck mal, wir haben mittlerweile so viel, dass ich das nicht mal beim Vorbeisehen gesehen habe. Ich werde richtig ein Stadtbauer. Warte mal, warum ist das hier so riesig? Boah, wie weit es nach hinten geht, guck dir das mal Na an. Na klar, und du weißt nicht, was drin auf dich wartet, Hugh. Ich weiß nicht, ob du dir das schon immer erwünscht hattest. Was Aber denn? Ich denke schon. Lass mich raten. Rein von der Architektur, rein von der Struktur und von der Größe sieht das auf jeden Fall aus wie eine Arena. Eine Arena. Auch im Asiatischen genannt ein Dojo. Ein was? Gehen wir jetzt in den... Ein Dojo. Ja, ich habe verstanden, Mojo. Ah, das ist ein Dojo. Gehen wir in den heiligen Dojo das rein? Das ist richtig so. Geh durch die rechte Tür. Oh, links. Das war die linke Tür. Da gehe ich durch die rechte. Wow, hier sind sogar Betten. Und hier drinne, Zio, guck in die Kiste. Oh. Ist ein Equip. Pack alles andere rein. Welches fair ist. Und wir werden jetzt trainieren für das Böse, Zio. Wir werden jetzt trainieren. Um das Böse zu bezwingen. Pack alles rein. Böse. Zack. Aufrüsten. Bam. Oha. Oh, ich hab noch meine Rüstung an. Sio, ich hab mir sagen lassen, du bist ein sehr, sehr starker Kämpfer. Stimmt das? Das kannst du aber laut sagen. Das kann ich laut sagen. Du bist ein Kämpfer!
Das kannst du aber laut sagen. Zieh deine Sachen an und zeig, was du drauf hast, außer Zahnbelag. Okay. So, es ist nur ein Trainingskampf, okay? Bist du bereit? Bist du bereit? Ich werde jeden Gegner respektieren, ich werde jeden Gegner ernst nehmen. Okay. Und deshalb werde ich tryharden. So, bist du sicher? Bist du bereit? Yes, sir. Wir verbeugen uns natürlich vorne, ohne Waffe. Komm hier hin. Ohne Waffe? Hä? Ey! Ey, und ohne Goldäpfel, guck dir das Goldäpfel! Wieso habe ich gerade Hits abbekommen? Ich weiß es nicht. Verbeug dich hier. Nicht hier drauf, dann gehst du unter. So, auf einen... auf einen fairen Kampf. Da muss ich mir doch erstmal hier die wichtigen Nährwerte geben vom Fisch, ne? Mhm. Schön Proteins. Ne? Let's go, Protein! Okay. Okay, ich bin aufgeregt, Sio! Ich nicht. Wie? Okay. Bam! Oh. Bam! Alter, ey! Bro! Wo? Hallo! Ich bin bei mir im Haus gespawnt. Ich hab doch gerade den Dings genommen. Den Checkpoint, Sio. Freunde, habt ihr gesehen, wie stark Sio ist? Alter, hä? Nein. Ja, guten Morgen. Sio. Das war zu doll. Das ist krass. Wie stark bist du? Nochmal. Hä? Okay. Wo sind meine Sachen? Einmal. Und jetzt diesmal mit einem Goldapfel. Ey, ich hab keinen Goldapfel. Ich hab aber einen. Ja. Ich wieso hatte ich den Checkpoint nicht? Jetzt hab ich den. Gönn dir den Goldapfel. Sollen wir den Goldapfel gönnen? Das absorbiert ja auch... Soll ich jetzt ernst machen? Erst essen wir den Goldapfel und dann fighten wir. Dann fighten wir. Okay, ich bin bereit. Ich bin ready für ein 1 gegen 1. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, pack das Totem aus der Hand. Wir haben hier Betten. Mit Totem. Es geht los! Bam, ich will meine Level-Ups nicht verlieren. Siu! Oh! Okay, stopp, Kollege. Du hast die Arena kaputt gemacht. Ich hab die Arena kaputt gemacht? Das ist 1-1. Es steht 1-1, mein Freund. Ich bin richtig gehypt. Jetzt fighten wir mit unseren Netherite-Items. Was? Ja, nein, oder? Das ist die dritte Disziplin. Ist das dein Ernst? Die dritte Disziplin. Mit den Netherite, okay. Netherite, Guards, Netherite. Hä? Was für ein Song hast du da gerade gesungen? Spaß. Pack die ganzen Sachen rein und sei dann nicht gemein. Okay. Bist du bereit, Jefferson? Ich bin bereit für ein 1 gegen 1. Bist du ready für ein 1 gegen 1? Okay. Warte, ich sortiere einmal alles. Machen wir mit allem jetzt? Machen wir echt mit allem? Naja, also... Ja, gerne. Ein Fight, so wie es sich gehört. Aber... Okay. Ich habe keine Goldäpfel, aber... Hier, ein Goldapfel für dich. Wir dürfen nur einen benutzen? Bist du bereit? Ja. Okay, warte. Ich pack alles unnötig in die Kiste. Warte. So, zack, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Zack, 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 zack. Das brauchen Bist wir nicht. Bist du bereit? Teamarbeit. Okay, Sio. Bist du bereit? Ich bin 1 gegen 1. Mach die Tür zu. Okay, 3, 2, 1. Es geht los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bam! Alter! Hey, mein Freund! Bam, bam, bam! Ja! Da sind das ich schon den Goldapfel, oder was? Aber na klar! Wo ist der Goldapfel, Sio? Iss ihn! Jetzt kommt er. Bam! Alter. Du hast mein Schild kaputt gemacht. Alter. Nein. Du bist stark, Sio. Du bist richtig stark. Okay, let's go. Ladies and gentlemen, get ready for the next battle. Aua, es hat weh getan. Verzeih mir. Es hat weh getan. Ich dachte, wir machen nur Spaß.
aus. Nein, aber Siri, ich verbeuge mich vor dir. Du bist stark. Du bist richtig stark. Du bist auch stark. Vielen lieben Dank für den Kampf, Siri. Danke für den Kampf. Gutes Bruder MBK. Das war mir eine Ehre, ein mir ernsthaftes 1 gegen 1 gegen dich zu machen. Aber bist du ready für ein 1 gegen 1? Aber lass mich raten, du hast noch eine Überraschung für mich. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Leute. Denn es geht doch nicht immer nur um Stärke. Es geht doch auch um Wendigkeit, das, was dich ausmacht. Je nachdem, wie flink du bist, Sio. Vielleicht bin ich ja, du weißt, man nennt mich die Stange. Man nennt mich den Schnellen, man nennt mich den Flinken. Man nennt dich den rasanten, wendigen, flinken Burschen. Okay, Sio, pack dir deine Flügel. Komm mit. Ich pack mir meine Flügel. Komm mit. Bist du? Hast du die Sachen wieder reingetan? Ich hab die Sachen wieder reingetan. Okay, flieg zum Drachen. Ich flieg zum Drachen. Okay. Freunde, was uns jetzt erwartet, ist ein Parcours. Della. MBK. Ich bin im Clan der Flinkste, meinen die Leute. Und ihr seht hier schon, was ich vorbereitet habe. Ihr seht hier, was ich vorbereitet habe. Siu. Der weiß nicht wo. Hier hinten, Siu. Hä, kommst du? Ich dachte, wir treffen uns dort. Nein, hier hinten. Hä? Was ist das? Das ich habe etwas vorbereitet. Und mal gucken, ob du besser sein wirst als ich, Siu. Nein. Ein Ninja-Parcours? Es ist der Ninja-Parcours. Der Ninja-Parcours des Lotus-Clans. Ey, der Lotus-Clan ist einfach der geilste Clan auf dem ganzen Server. Es ist ehrlich so. Dafür. Es gibt niemand anderes, die so coole Sachen machen wie wir. Ja, wir sind ja auch der Lotus-Clan. Wir müssen jetzt den Like-Button drücken, Leute. Aktiviert 1000 die Glocke, liken. Schaffen wir 1000 Likes, was sagst du? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Leute, lasst ein Like da. Und drückt uns jetzt die Daumen. Dass, du weißt, wenn uns jemand... Alter. Das wollte ich gar nicht. Der Teleportierende. Ich wollte nicht so weit fliegen. Der du weißt, es tut weh, wenn du die Pixel anfällst. Pass einmal die Pixel an. Guck, wie spitz die sind. Ich guck mal. Pass sie einmal an. Die Pieksen. Die Pieks sind wirklich wie ganz scharfe Messer. Deswegen, Siu. Wir gucken, wer schneller von uns beiden durchkommt. Traust du dich gegen den Flinksten? Von dem Clan. Gegen den wendigsten, flinksten und schnellsten? Aus dem Clan anzutreten. Ich nehme das auf. Okay, Siu. Ich bin bereit. Wollen wir ein Rennen daraus machen? Lass uns ein Rennen draus machen. Okay, dann geht es los. In 3, 2, 1, let's go! Ich lass dir sogar vorlaufen. Oha. Da bin ich gespannt, mein Freund. Und wenn du runterfällst, dann mal alles von vorne, ne? Dann muss ich alles von vorne machen. Okay. Oh, du bist echt gut. Du bist echt gut. So, was du nicht vergessen darfst. Oh mein Gott, das ist ganz runtergeschubst. Das ist Schummeln. Siu! Ja! Und Jung! Ist das Schild! Du bist ein wahrer Ninja, Siu! Nein! Du schaffst das! Du schaffst das! Wir haben hier live auf Kamera! Sensei, Siu! Sensei! To the left, to the right und... Alter! Bam. Wow! Und das war ein schöner Jump. Du machst das. Jetzt hier. Geduckt, geduckt! Ich bin geduckt. Wie eine Gazelle machst du das, Siu. Wie eine Gazelle. Ich bin geduckt. Jetzt balancier. Balancier. Wie eigentlich das. Langsam. To the left. To the right. To the left. To the right. To the right. To the left. To the left. Ja. Wow. Wow. Und du bist auch ein wahrer Ninja. Siu. Wir sind wahre Ninjas. Wie krass ist in den letzten Tagen die Stadt geworden? Bro, ich weiß nicht. Also, real talk, Leute. Und hätten wir da. Ich sagte ernsthaft, hätten wir das schon alles, da wo wir den Clan errichtet haben, Bro, wir wären mit Abstand. Alle hätten... Bro, wir wären dann zu krass. Dem Zeitpunkt mit... Das wäre zu krass gewesen. Wir haben uns leider zu viel Zeit gelassen. Aber egal, wir sind halt immer noch der krasse. Es gibt immer noch böse Leute, Siu. Aber Bro, was ich dazu sagen wollte. Was wolltest du dazu sagen? Das war Level 1. Wollen die Leute vielleicht ein Level 2 Parcours sehen? Was? Und dann Level 3 immer so weiter. Wollen wir ein Level 2 Parcours und ein Level 3 Parcours? Das machen wir jetzt weiter, bis da hinten hin oder so. Oh. Weißt du was, wenn die Leute 1000 Likes wirklich erreichen, bis morgen, dann wird es morgen im Livestream einen Level 2 Parcours geben, Siu. Oh, das wäre krass. Das wäre richtig krass, aber der richtig schwer ist.
Vielleicht, wenn du runterfällst, dann verlierst du alles. Und wir werden das Böse einladen und dann lassen wir den Parcours machen. Oh, da bin ich auch gespannt. Oh, das wäre krass. Das wäre richtig, richtig krass. Okay, Sensei Siu. Gut, mein Freund, pass auf dich auf. Pass du auf dich auf. Ich gehe mich ausruhen, ja? Okay, ciao, ciao. Freunde, ey, ich habe heute gegen Siu gefightet und Siu ist einfach, was das Fighten angeht, einfach der krasseste. Ihr seht schon, was Flinkheit angeht, bin ich der krasseste, Freunde. Und ich werde jetzt mal überlegen, was können wir hier hinbauen? Da brauche ich eure Hilfe, Freunde. Erstmal, die Videos gestern und vorgestern sind so krank bei euch angekommen. Da bedanke ich mich auf jeden Fall an jeden einzelnen von euch, Freunde. Und ihr seid auch alle Teil des Lotus-Clans. Also ballert, Kommentare voll, mit einem Stadtnamen, irgendwas mit Konoha. Irgendetwas mit Konoha, Freunde, das wäre richtig, richtig cool. Und ja, das, was die Leute da mit uns gemacht haben, das ist auf jeden Fall nicht cool. Banks hat da seine Hühnerfarm bei uns reingebaut. Ich glaube, ich habe eigentlich schon alle Hühner eliminiert. Und hier vorne, Candy und Banks, das wird morgen alles im Stream. Alles im Stream morgen. Ich werd Candy an seinem Ohr hierher ziehen und sagen, Candy, du warst der Verlierer auch. Er war der offiziellen Elytra-Olympiade. Candy, bau das hier weg. Hier ist nun ein Dojo errichtet worden, Freunde, welches ich gebaut habe über einen Tag. Da hinten könnten wir, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, Freunde. Schreibt es gerne in die Kommentare. Was bauen wir hier hin? Ich brauche also einen Namen von euch in den Kommentaren für die Stadt. Irgendwas mit Konoha. Und ein Gebäude, welches wir hier hinbauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich dort hinbauen soll. Und dann sehen wir uns morgen zum neuen Video. Haut rein. Peace.